In diesem Video zeige ich euch, was ihr mit Muscheln, die ihr euch vielleicht mitgebracht habt aus dem Urlaub, machen könnt. Ich zeige als Anregung hier in diesem Video einen Strauß mit Koniferen, Muscheln und ein bisschen Bast. Schaut rein. Dafür braucht ihr Muscheln. Jetzt komme ich auch erstmal bei und sortiere mir die Muscheln so ein Stückchen, und zwar nach Farbe. Und dann mal so Gruppen von 3 Muscheln, die vom Farbton so ungefähr übereinstimmen. Hier einmal die großen und lege das mir auch jetzt gleich so ein kleines Stückchen fest, wie ich die verarbeiten möchte, weil ich brauche ja nur so viele Muscheln auch wirklich jetzt hier an den Draht machen, wie ich wirklich brauche. Aber richtig schön Muscheln sollen halt eben auch rein. Ganz interessanter Farbton mit dem Braun. Okay, sag ich mal, wenn ich jetzt hier diese ganzen Muscheln so drin habe, dann reicht mir das und komme ich bei, räume mir die anderen Muscheln weg. Jetzt nehme ich ein Stückchen Rupfen oder von diesem Rupfenband, oder ihr könnt jetzt hier auch so ein einfaches Band nehmen oder eben auch das Band, was dann nachher am Strauß rein muss, dass ihr bloß ein kleines Stückchen nochmal Festigkeit habt und ihr was habt, was ihr, wo ihr den Kleber mit andrücken könnt. Dann biege ich mir hier so eine kleine Schlaufe. Drehe meine Muschel um. Platzieren wir den Draht hier schön. Komm jetzt bei, mach da Kleber rein. Und warte jetzt erstmal ein kleines bisschen ab, dass ich dann nicht die Finger verbrenne. Und kann das jetzt hier nochmal ein kleines Stückchen runterdrücken. Okay, und das müsst ihr eben ein kleines bisschen halten. Eben halt mal ein kleines bisschen warten, bis der Weißkleber eben fest ist. Danach bleibt das ja auch richtig, richtig schön fest. Ist ja, und auf Muscheln kann man das ganz, ganz gut kleben. So habt ihr die dann angeklebt und könnt ihr dann super verwenden. So, als Basis unten nehme ich die Koniferen. Ich schneide jetzt meine Muscheln ganz kurz. Und zwar schaut ihr da, okay, wo ist von der Konifere, wie ist sie gewachsen? Das ist jetzt hier diese Chamaecyparis. Wie ist sie gewachsen? Das ist oben. Und Koniferen schneidet man immer von hinten. Da schneidet ihr euch halt eben doch so schöne kleine feine Stücken raus, nehmt ihr jetzt so, das ist ein richtig schöner Büschel aus, nehmt auch wieder einen Draht, haltet den Draht von unten so mit dem Finger, mit dem Zeigefinger dagegen. Und nehmt die andere, dritte Radhälfte mit der anderen Hand und zieht zweimal ganz fest runter und rum. Und dann den anderen Draht noch einmal rüber. Also sprich, ihr drahtet den an. Und hierbei
weil die Konifere jetzt auch sehr frisch ist. Und wenn die eintrocknet, verliert die ja an Volumen. Nehme ich so eine Kombizange und kneife das nochmal so richtig zusammen, so dass die Konifere nicht rausfallen kann. So weit mache ich mir erstmal jetzt alle Sachen fertig. Vom Papierband mache ich so eine richtig dicke Schleife. Indem ich jetzt hier gleich beikomme und gleich diese beiden Ecken die anderen auch gleich eben ordentlich zusammen, dass das hier schön bündig ist. Jetzt auch wieder ein Draht. Und genau das gleiche Prinzip wie immer. Ich habe mir jetzt auch meine Drähte unten ein kleines Stückchen eingekürzt. Ja, ich erinnere mich. Meine Muscheln habe ich mir jetzt auch auf den Tisch gelegt, so ein kleines bisschen sortiert schon mal. Die zerknotet sich jetzt so ein kleines bisschen, weil es ja eben wie in der Natur, seit das Muschelstrauß ist ja auch ein vegetativer Strauß. Meine Koniferen habe ich mir auch so weit vorbereitet und habe jetzt aber auch Stiele genommen, wo dass ich unten noch ein bisschen dickeren Griff habe, die ich jetzt in die Mitte mit reinnehme. Also sprich, ich schneide wieder von hinten und lege mir die jetzt so ein Stückchen in die Basis rein. Sonst, wenn ihr den Stiel nachher nur vom Draht habt, dann ist der ja auch zu dünn. So, jetzt komme ich bei und nehme meine kleinen Bündelchen und lege die auch immer so ringsrum, also so, dass mein Strauß dann nachher eben halt auch schön rund wird. Da passt eine ganze Menge eben auch an Bündelchen rein. Also ich habe jetzt so eine Dreiviertelstunde gebraucht, um eben halt die Muscheln eben mit Heißkleber anzukleben und diese kleinen Konifernbüschel zu machen. Das natürlich eben auch, wenn man so ein Urlaubsandenken haben möchte, natürlich auch eine schöne Sache ist, wo man seine Muscheln dann eben auch richtig schön präsentieren kann. In die Mitte nehme ich jetzt die Schleife, kann jetzt hier alle Materialien einfach so reinstecken. Große Muscheln natürlich in die Mitte. Und ich lege die jetzt oder stecke die jetzt eben auch, dass es gleich eben eine Gruppe ist. Also ich tue nicht ein
mal was dahin und dahin. Also so, als wenn ihr einen Blumenstrauß arbeitet. Hier, wie beim Blumenstrauß, eben auch anfassen und einfach rübergreifen. Natürlich eben auch einarbeiten können. Das sind so Seesterne oder Treibholz oder eben auch Schilf. Alles, was ihr eben halt im Urlaub da am Wasser gefunden habt, passt jetzt hier wunderbar in den Strauß. Das ist ein bisschen kleiner. Greife ich wieder rüber. Und schön ist es, dass das alles am Draht ist, weil mit dem Draht könnt ihr jetzt eben alles nochmal von oben gucken und eben auch biegen. Hier mit rein. Das ist ganz gut von der Farbe passen. Und zum Zoomen, klar, wie bei jedem anderen Strauß. Das nehme ich auch immer am liebsten das. Auch jetzt mit Draht. Und da ihr jetzt hier unten die Stiele mit dran habt, kriegt ihr das eben auch halt schön zugebunden. Könnt ihr jetzt hier eben halt auch ablegen. So noch kleine Stückchen, die Drähte, die noch ein bisschen länger waren. Und nicht so richtig. Gut, hier könnt ihr auch rumbiegen und reinbiegen. Jetzt nehme ich Tape und tape den Strauß, die Stiele im Teil von unten ab.
Hähnchen. Ich fange jetzt hier gleich oberhalb der Bindestelle damit an. Tape hat ja die Eigenschaft, dass es klebt. Und im Sommer bei den Temperaturen eben halt auch besonders gut. Sieht euer Sträußchen auch beim Stiel richtig ordentlich aus. Den könnt ihr jetzt ja einmal auch in die Vase stellen, aber eben auch als Liebestrauß hinlegen auf eine Anrichte oder. Jetzt unten mache ich mal das halt wie eine Binde. Dass die Drähte gar nicht mehr zu sehen sind. Ich hebe noch mal ein bisschen an und gucke jetzt von oben, wie mein Sträußchen aussieht. Kann jetzt hier noch ein bisschen hinzupfen, weil ich kann ja alles bewegen. Und schön noch mal da untersetzen und schauen. Noch mal grün ein kleines bisschen wegzupfen. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann teilt es. Ich wünsche einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen.